Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. Wir sind wieder mit Abby unterwegs natürlich. Wir sind auf dem Weg zu Owen ins Aquarium. Wir hören Schüsse. Wir sind ohne Einwilligung unseres Anführers hier. Es sind wahrscheinlich Infizierte unterwegs. Und vor den Scars ist man sowieso nirgends sicher. Sind wir mal gespannt, wo das hinführt. Jetzt ist wieder die Frage, was ist der richtige Weg? Was ist nicht der richtige Weg? Was ist optional? Wo finde ich die coolen Schätze? Da drüben finde ich die coolen Schätze. Abby, was war denn das für ein Sprüngchen? Na also. Ein Lappen. Kleiner Lappen. Hier liegt einfach nur in diesem doch recht gut versteckten Ort ein halber Lappen. Nicht mal ein ganzer Lappen. Toll. Komm ich da drüben rein? Das sieht irgendwie echt... Nee, bestimmt nicht. Ah, okay, ich verstehe. Hier ist quasi die Fallgrube. Damit ich es nochmal versuchen kann, wenn ich von da oben runterfalle. Dann geht's hier quasi weiter. Aber sonst ist hier eh jetzt kein anderer Weg mehr, ne? Nee, okay. Na dann. Ich glaube, ich höre Infizierte. Oh, cool. Wirklich? Findest du das cool? Ich mag Infizierte nicht so gern. Abby anscheinend schon. Nein! Das fängt ja gut an. Das fängt ja wirklich gut an, ey. Ich stelle unser Gewehr lieber auf Feuerstoß. Ja, das war abenteuerlich. Ich habe mich wirklich erschrocken, ey. Die spinnen doch. In den Dialogen fällt mir öfters auf, eigentlich im ganzen Spiel, oder? Ich könnte mich täuschen, aber ich glaube, die Infizierten werden nie wirklich thematisiert. Es geht eigentlich immer nur um die anderen menschlichen Gruppierungen oder um zwischenmenschliche Sachen. Die Infizierten sind eher so, oh, sind halt da draußen, aber wen interessiert es eigentlich so wirklich? In der Regel. Ich meine, gut, die eine Leiche, den einen Toten, den wir da gefunden haben, der hat geschrieben, dass er von Dämonen tatsächlich attackiert wurde und getötet wurde. Das passiert schon auch, aber die Hauptfiguren eigentlich nicht, oder? Für die ist das kein Thema. Okay, besser lauschen, oder? Gegner-Lauschmodus, genau. Beweg dich im Lauschmodus schneller. Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht unbedingt. Versuchen wir das mal. Ich mache mit Abby schon gern Nahkampf. Ich meine, die haut rein. Das ist befriedigend, ihr beim Nahkämpfen zuzuschauen. Das mache ich schon gerne. Ganz genau, Fernseher, nimm das. Okay. 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 20 auf einen Streich. Das ist gar nicht schlecht, aber nicht genug für noch ein Level Up. Aber gleich 20 Pillen auf einen Schlag ist echt nicht schlecht. May she guard, guide you, glaube ich, nicht guard.
zeigt in einen Abgrund. Hey, aber Alter! Diese Freaks stehen schon vor der Tür. Ich meine jetzt mal Rivalität und Krieg und Scars hin und her. Aber das ist ein fucking Kunstwerk. Das ist nicht gezeichnet, das ist in die Mauer reingefräst. Gekratzt. Die Ränder quasi, der dunkle Schatten ist auf Ziegelstein gekratzt und der hellere Schattierungen nur so ein bisschen abgeraut quasi. Und der Rest ist noch so weißer Putz. Das ist der Wahnsinn! Wer auch immer das gemacht hat, ist ein fucking Gott. Was ist denn das? Ich hab's genommen und hab keine Ahnung. Ich kann mir einen Schalldämpfer basteln. Ich glaube, das mache ich. Oder noch mehr Messer. Das Messer hat mir gerade schon ziemlich geholfen. Ich glaube, ich kann beides machen, oder? Ich glaube, die sind... Ja, genau, die gehen unabhängig voneinander. Na dann. Tja, jetzt müssen wir uns entscheiden. Find beides langweilig. 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 Ja. Langweilig. Ja. Ja. Ja, okay. Den Baum. Der ist mir lieber. Der Baum ist mir lieber. Ne, in einem anderen Spiel würde ich da jetzt vielleicht irgendwie draufschießen oder so. Aber um meine Gegner moralisch zu schwächen. Aber das ist einfach ein bisschen Respekt vor dem Handwerk und der Kunst anderer muss man haben. Auch im Krieg. Da hilft nichts. So. Der andere wirkt leicht verwirrt. Freund umgefallen. Hoppala. Oh oh, der kommt ein bisschen zu nah an uns ran hier. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Die Schalldämpfer stellt man ohne Klebeband oder sowas her. Und das ist einfach nur ein Lappen in eine Flasche gestopft, vorne an die Mündung, ist schon klar. Und dann, ja, saust die Kugel da durch. Mündungsfeuerschall wird gedämpft. Das macht alles super Sinn, aber aus welchem Grund sollte die Flasche nicht einfach brachial weggefetzt werden? Also abfliegen einfach. Pfiu! Wegfliegen und die Kugel wahrscheinlich auch noch anverfälschen. Ohne, wenn die nicht befestigt ist in irgendeiner Form, die Flasche. Die kann ja nicht einfach draufgesteckt werden, so ungefähr, so Pi mal Daumen. Das geht doch nicht, Abby. Das kannst du doch nicht machen. Denk doch mal an die physikalischen Gegebenheiten der realen Welt, vielleicht. Ah, da hinten. Klicker. Dammit. War's das? Ah, cool. Ja, das war's. Das freut mich. Dann können wir uns jetzt noch gemütlich in Ruhe umschauen. Die Tür ist gerade automatisch wieder zugefallen, während ich durchgegangen bin. Naja. Der Mailroom. Cool, ich wollte mich schon heilen. Hab's zum Glück nicht gemacht, weil ich wusste, die nächsten Snacks kommen.
Und da waren sie auch schon. Snackalicious. Irgendwie wurde das Item-Aufnehmen im Vergleich zum ersten Teil ein bisschen besser gemacht, ein bisschen schöner gemacht. Aber dadurch, ich finde es schade, weil dadurch ist es eigentlich nicht mehr so lustig. Ich fand das im ersten Teil sehr lustig, wie Joel die Regale ausräumt. Und ohne hinzugucken mit seinen Händen, an die automatisch das Ziel finden. Technisch damals super beeindruckend, aber eben auch super lustig, bekloppt aussehend. Haben die in dem Teil ein bisschen verschönert. Finde ich schade. Besser ist nicht immer besser. Technisch fortschrittlicher ist nicht immer besser. Manchmal ist oldschool und manchmal ist ein bisschen albern einfach schöner. Und unfreiwillige Komik ist doch immer noch die schönste Komik in Videospielen. Bugs sind nur dann problematisch, wenn sie den Spielspaß zerstören, wenn sie den Spieler behindern. Ansonsten sind Bugs eigentlich immer was sehr Lustiges und eigentlich schon eher Positives, oder? So Bugs, die einfach nur was sehr Bizarres oder sehr Unerwartetes erzeugen, sind eigentlich immer Comedy Gold. Auf die hofft man doch eigentlich. Ich glaube, keiner würde ein Spiel schlechter bewerten oder sagen, das Spiel ist voll doof, wenn ab und zu nicht das Gameplay und nicht die Spielerfahrung behindernde kleine Physikbugs oder sowas auftreten. Im Gegenteil in der Regel. Ich meine, es gibt vielleicht Leute, die wollen wirklich abtauchen in die Welten und das stört dann die Immersion. Ja, okay, das kann ich vielleicht nachvollziehen. Aber ansonsten ist das eigentlich immer gut. Bugs sind immer gut. Also kleine, nette Bugs. Keine spielzerstörenden Bugs. Die sind immer super frustrierend. Aha, ein Lappen. Ich mache die immer alle kaputt, weil oft war es schon so, dass ich von außen dachte, nee, da ist nichts drin. Und dann haue ich dagegen und dann, plötzlich doch was drin. Habe ich gar nicht gesehen. So, hier ist ein Safe. Aber wo finden wir die Kombination für diesen Safe? Das ist die Frage. Ist er irgendwo mit Blut an die Wand geschmiert oder so? Ich gehe mal dran, aber wahrscheinlich ist es ganz normal. Ja, nö. Müssen wir irgendwo eine Safe-Kombination finden hier. Okay. Aber warum sollte die Safe-Kombination für den asiatischen Laden hier in der Apotheke oder was das ist liegen? Aber man weiß es ja nicht. Schauen wir mal. Ah, hier ist noch ein Restaurant. Vielleicht gehören der asiatische Möbel, Fanartikel oder was auch immer und das asiatische Restaurantladendingens zusammen. Könnte sein. Vielleicht gehört auch die Apotheke dazu. Wer weiß. Ich hoffe, ich entferne mich jetzt nicht zu weit von dem Safe. Verdammter Mist. Bleib mir einfach vom Leib. Nein, da gehe ich jetzt nicht lang. Ich glaube, da müssen wir da lang. Ist das der richtige Weg? Ich dachte nämlich eigentlich, der richtige Weg ist in die Richtung. Ist es wahrscheinlich auch ziemlich sicher, oder? Dann gehe ich nochmal hoch. Optionaler Kampf oder so. Keine Ahnung. Okay, von mir aus. Als Belohnung kriegen wir die Safe-Kombination. Wahrscheinlich. Ich bin dabei. Nix mit Schalldämpfer. Jetzt wird hier ordentlich Boom gemacht. Ich höre schon wieder Klicker. Mag keine Klicker.
Na dann. Zwei weniger. Nur noch Millionen. Eben, das ist die richtige Einstellung. Das Problem ist, solange sich Menschen ernähren und fortpflanzen, wollte ich eigentlich sagen, werden sich auch die fortpflanzen können. Außer man schafft es irgendwie, dass man wirklich alle Menschen immer perfekt, hundertprozentig vor denen schützt. Das ist eher schwierig. Möchte ich behaupten. Na schön. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte gern darüber springen. Unheimlich, oder? So eingetütete Statuen. Wow. Die Charaktere in dem Spiel lesen sehr schnell, ne? Die nehmen den Zettel in die Hand und dann kommt gleich die Reaktion. Bo, es tut mir leid, dass ich nicht hier war, als du zurückgekommen bist. Hier muss es aussehen, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Irgendjemand muss der Fedra einen Tipp über unsere kleine Rationenoperation gegeben haben. Ich wette, es war Chiao, die Ratte. Ich konnte ein bisschen was von unserem Zeug verstecken, aber ich befürchte, unsere Geschäftspartner werden nicht erfreut darüber sein, dass ihre Lieferung weg ist. Ich habe ein paar Vorräte in den Safe gelegt. Die Kombination ist... Moment, muss ich mir schnell aufschreiben. Die Kombination ist... 689689. Traf mich in unserem anderen Versteck. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns hier rausziehen. Pass auf dich auf, Mai. Oh, komm schon. Wirklich. Arschloch. Ja, aber echt, ey. Was für ein Arsch. Wenn die schon sowas machen, sollen die mir hier wenigstens auch ein paar Snacks hinlegen. So. Jetzt haben wir uns aber natürlich erst noch um. Fidibum. Ah, oh, da blinkt aber ganz viel im Regal. Blink, blank, blunk. Und blink. Blunk. Schrotmunition? Ich habe gar keinen Schrot, keine Schrotwaffe. Oh nein, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe was Wichtiges über... Ah! Aber sowas von, oh ja. Das gefällt mir. Sehr schön. Sehr, sehr schön sogar. Schön langsam hätte ich aber ganz gern, muss ich sagen, einen zweiten Holster. Was ist los? Im Ernst? Mein Gott, das war brachial. Und mein Gott, das war Munitionsverschwendung. Und mein Gott, wo sind die beiden bitte hergekommen? Das, wenn mir mal einer erklären könnte. Ich bin da oben alles abgegangen. Sind die auch da oben drüber gesprungen? Haben die plötzlich eine Tür aufgestoßen? Ich glaube nicht. Nix von alledem. Cheater. Das Spiel cheatet. So, jetzt müssen wir nur... In welchem Laden? In dem da, oder? Genau. Schön langsam habe ich das Gefühl, die Kuchen hier sind gar nicht echt. So, 68. Ich will immer links, rechts statt oben, unten lenken. Ist für mich irgendwie intuitiver. 68, 96 und 89.
Nein, ich habe mich doch nur... Nein! Boah, ist das Spiel gemein. Weil ich ein... Wisst ihr, wie leicht das geht, dass man da ein zu hoch schaltet oder zu niedrig? Man darf den Stick kaum berühren, sonst geht's gleich, schaltet es gleich weiter. Guck, das macht er nämlich automatisch, wenn man so schnell rollt. Ich muss das mal testen. Jetzt nicht. Aber jetzt gerade hat er auch wieder automatisch ein weitergeschaltet einfach. Da war es schon kurz eingerastet und plötzlich macht's Klick. Was für ein Arsch. So, ganz vorsichtig jetzt. Gut. Sehr schön. Naja, naja. Ein paar Tabletten. Einige. Cool. Und einen Snack können wir auch brauchen. Cool. Na, das war doch lustig. Herstellen können wir nichts. Aber wir können wieder was lernen. Sehr gut. 50% Bewegungsgeschwindigkeit mit Geißeln. Cool. Na schön, Leute. Schrotflinte haben wir. Tabletten haben wir. Safe haben wir. Ich schätze mal, das Mini-Rätsel, dass diese Location hier war. Ziemlich lukrativ hier, oder? Ziemlich cool. Haben wir gelöst. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.